Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns bei www.torto.de und www.hufe.de. Ja, ich bin wieder in meinem alten Zuhause, zurück aus den USA und hab natürlich dann am Wochenende das Müllers Memorial mehr angeguckt, mit einem doch ja sehr spannenden Verlauf, muss man deutlich sagen, und auch sehr spannenden Rennen und einem Affair Day, muss ich wirklich sagen, der mich sehr beeindruckt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er so leicht gewinnt, das muss ich wirklich sagen, das war wirklich eine Demonstration und ich bin gespannt, was die beiden Pferde von Elisabeth Almheden dann auch in den nächsten Jahren präsentieren werden, also Maroon Day und Affair Day, die waren wirklich beide klasse in Jägersro. Und ich freue mich auch schon aufs kommende Wochenende. Kommendes Wochenende geht es nicht nach Norwegen, geht es nicht nach Schweden, sondern es geht nach Norwegen, nämlich nach Oslo Birke auf die dortige Hauptstadtbahn zum Axel Jensens Minnelop. Das ist das vierjährige Rennen, eines der bedeutendsten vierjährigen Rennen in Nordeuropa und es sind wirklich einige Topstars da, das muss man wirklich deutlich sagen. Es gibt also einige ja auch Derby-Kandidaten, die im Derby mit dabei gewesen sind. Und das Besondere ist ja die Parade zu diesem Axel Jensens Minnelop, denn da wird ja die gesamte Rennbahn wird ja dunkel geschaltet, also ist der, die ganzen Lichtmasten werden ausgeschaltet und dann werden die Pferde ja in einem Lichtkegel angesteuert und gehen dann im Lichtkegel auf die Parade. Das ist einmalig auf der Welt, soviel ich weiß, und das ist wirklich immer eine ganz besondere Stimmung. Harry Schiedel hat immer gesagt, es gab einen Stromausfall, das war es nicht, es war einfach, wie gesagt, diese besondere Parade zum Axel Jensens Minnelop. Und es gibt natürlich auch eine V75 am kommenden Samstag aus Bjerke. Und einige Topstars aus Schweden sind, wie gesagt, nach Norwegen gereist und ich werde auch mal vor Ort sein und werde mich natürlich freuen, dort natürlich die schwedischen Stars zu unterstützen. Und ihr könnt natürlich auch mit dabei sein, denn auf www.trotto.de könnt ihr natürlich im Schweden-Stream auch die norwegischen Rennen aus Bjerke sehen und auch bewetten. Das ist nicht überall so. Bei anderen Wettanbietern gibt es da nur Buchmacherwetten auf Norwegen, bei uns das volle Programm. Ihr könnt dann auch die Zweierwette spielen, das ist ja bei anderen Anbietern nicht möglich. Bei uns könnt ihr auch die Zweierwette, die Kompwette, wie gesagt, spielen und vieles, vieles mehr. Also wie gesagt, bei uns, bei www.trotto.de, da seid ihr richtig, wenn ihr am Samstag die V75 aus Norwegen euch anschauen wollt. Wir wollen reinschauen in die V75, Start ist wie immer um 16.20 Uhr, wie ganz normal auch sonst. Und das erste Rennen ist direkt die Stutenabteilung zum Axel Jensens Minnelop. Das ist die Stutenabteilung, dotiert mit 150.000 Kronen für das siegreiche Gespann, also 150.000 Kronen für die siegreiche Stute. Und ich gehe hier ganz klar in diesen Rennen mit der Programmnummer 3, Megan BR und Tom Erik Solberg. Megan BR ist die Derby-Siegerin im Stuten-Derby. Sie hat sich das Stuten-Derby gesichert, damals als absolute 16-10 Favoritin. Tom Erik Solberg, Frode Hamre, FaceTime Bourbon-Tochter. Sie kommt hier mit 4 Siegen am Stück, unter anderem, wie gesagt, das Stuten-Derby in Norwegen gewonnen. Und deswegen ist hier Megan BR für mich ganz klar das zu schlagende Pferd. Aber auch Kaya, die Nummer 1 mit Magnus Duser aus dem Stall von Fredrik Berlin, finde ich hier sehr interessant. Kaya war zuerst in Eskilstuna mit Björn Grub am 15.10. Erfolgreich gewesen, und zwar in 11.6 über 1640 Meter. Das war schon mal eine Ansage. Denn das Startplatz ist die Stute wirklich absolut nicht schlecht. Die kann nämlich schnell beginnen. Und deswegen Kaya, die Nummer 1 hier auf jeden Fall mitnehmen, wie auch Sensation Tile, die Programm Nummer 4 mit Christian Malmin. Die Stute hat sich auch, wie gesagt, in mehreren großen Rennen herumgeschlagen. Wir hatten Derby, viertplatziert im Stuten-Derby. Danach gab es noch einen Sieg mit Tom Erik Solberg in Bjerke. Der fährt ja aber heute, wie gesagt, die absolute Farbfavoritin. Trotzdem muss man sie mitnehmen. Und auch Ete Jet, die Programm Nummer 9 mit Alessandro Gocciadoro, sollte man mitnehmen. Auch wenn der letzte Auftritt in Zavala im Divisionsfinale eher enttäuschend verlief, da war sie umplatziert. Davor, wie gesagt, 2 zweite Plätze in Orbi und in Zavala. Und davor gab es in Bersaka am 18.07. im Norrlands Grand Prix wirklich einen tollen, einen tollen Sieg, das muss man deutlich sagen. Also Ete Jet, die Programm Nummer 9 mit Alessandro Gocciadoro, Siegerin im Norrlands Grand Prix, die sollte man hier auf jeden Fall auch mitnehmen. Interessant für die Ausländerbetten finde ich noch Calais, die Programm Nummer 8 mit Erik Eilzon aus dem Stall von Markus Schön. Das ist ja der Stall Courante, der dahinter steckt. Calais war die letzten Male immer so ein bisschen enttäuschend, war auch in Jägersro vom 2.10. nur viert platziert. Davor gab es einen 5. Platz in Feriestad. Also mit Erik Eilzon hat sie letztes Jahr in Zavala gewonnen, aber so richtig überzeugt hat die Stute bisher nicht. Aus den USA ist sie ja mehrfach erfolgreich gewesen als 2- und 3-Jährige. Hier als Vierjährige in Schweden noch nicht so ganz überzeugt, aber ich glaube auch, dass die eine kleine Chance hat. Deswegen würde ich hier Calais auf jeden Fall mitnehmen und auch Prinzess Philippa, die Programm Nummer 6 mit Wieder Hopp, die zweite Farbe aus dem Stall von Frode Hamre. Zuletzt zweitplatziert gewesen im Stutenderby, 5. gewesen, haarscharf hinter Sensation Teil nur eingekommen. Und hier mit Wieder Hopp heute ist die Stute für mich ja ebenfalls nicht ganz ungefährlich. V75-1, der Axel Jensens Minnelop für die Stuten. Wir nehmen mit die 1 Kaya, die 3, die große Favoritin Megan BR, die 4 Sensation Tile, die Nummer 6 Prinzess Philippa, die 8 Calais und die Nummer 9 Ete Jet.
Frau Formel 72, es geht dann weiter mit einer Klasse 2 über 2100 Meter Autostart. Nee, Klasse 1 ist es schon, über die Klasse 1 über 2100 Meter Autostart. Und hier in diesem Rennen spricht doch auch wieder sehr, sehr viel für die Nummer 3, Elton Pride Gar mit Alessandro Gocciadoro. Elton Pride Gar hat bis jetzt einen Start in Schweden absolviert, das war in Mantorp mit Magnus Djuse, da war der vierjährige Wishing Stone so ein siegreich, davor hat er sich in Italien allerdings auch schon mal so ein bisschen mürrisch präsentiert. Er hat also auch einmal, zum Beispiel, er ist in Italien einmal disqualifiziert worden, davor war er Dritter nach Startfehler, davor war er siegreich. Also so ganz hundertprozentig sicher ist er hier nicht. Deswegen, also aber trotzdem natürlich von der Klasse und auch natürlich vom Fahrer Alessandro Gocciadoro ist natürlich hier die Programm Nummer 3 Elton Pride Gar natürlich hier für mich ganz klar das zu schlagende Pferd. Jollywood, die Programm Nummer 11 mit Magnus Tejan Gundersen, hochinteressanter Kandidat, war ja lange Zeit bei Adrian Colgini im Training, ist dann gewechselt zu Lars Sövig, der hat ihn gekauft und seitdem ist er in Norwegen richtig durchgestartet. Er hat 3 Siege, setzt allerdings auch einen 5. Platz mit Sven-Ove Wassberg in Jarlsberg. Davor gab es allerdings, wie gesagt, 3 Siege. Und jetzt mit Magnus Tejan Gundersen im Sulky möchte ich Jollywood hier absolut nicht auslassen. Ich sage ganz ehrlich, also natürlich wird der so ein bisschen unterm Radar laufen, aber trotzdem, das ist für mich ein Pferd, der kann hier für mich ganz, ganz klar überraschen. Wie auch die 8 De Facto mit Erik Alisson. De Facto aus dem Stall von Robert Berg. Heute mit Erik Alisson im Sulky zu setzen, 6. Platz in Örebro. Davor gab es allerdings mit William Eckberg und Kevin Oskarsson in Axel Waller und in Orbi jeweils einen Sieg. Und deswegen De Facto hier mit Erik Alisson trotz Startplatz 8, den würde ich hier auf jeden Fall mitnehmen. Und auch die Programm Nummer 1 Hawkeye mit Tom-Erik Solberg finde ich hier nicht uninteressant. Zuletzt in Bjerke ein 2. Platz. Davor gab es in Fejestad einen 5. Platz. Das war ein bisschen enttäuschend im Rahmen des Unionskampen. Davor allerdings auch in Bjerke ein Sieg, in Jarlsberg ein Sieg. Also auch dieser Hawkeye aus dem Stall von Alexander Heisold. Der ist für mich hier alles andere als aus der Welt. High Performance, die Programm Nummer 5 mit Frode Hambre. Zuletzt siegreich in Jarlsberg. Davor ein 2. und 3. Platz. Ja, hat mich jetzt nicht umgehauen, das sage ich ganz ehrlich. Und auch die Programm Nummer 9 Let Me Go mit A. Vision, das ist so ein bisschen das Dark Horse in diesem Rennen. Let Me Go kommt aus Nordnorwegen, war in Orkla und auch mehrfach in Harstadt schon im Ablauf, hat dort gute Ergebnisse gezeigt, war in Orkla zuletzt siegreich, am 22.09. ebenfalls in Orkla siegreich. Natürlich, wenn der aus Nordnorwegen runterkommt, dann hat das natürlich schon so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen Hoffnung, aber Startplatz 9 und eine relativ starke Gegnerschaft, also Let Me Go für mich hier eher Außenseiter, aber der kann hier vielleicht sogar überraschen. V75-2, die Klasse 1, wir nehmen mit, die 1 Hawkeye, die Programm Nummer 3, Elton Pride Gar, der Hausruhe-Favorit in diesem Rennen, die Programm Nummer 5, High Performance, die Programm Nummer 8, De Facto, die 9, Let Me Go und die 11, Jollywood. V75-3, es geht weiter mit dem Big Noon Pokal, die Golddivision über 1609 Meter für die beste Klasse und hier sind wirklich ein paar starke Pferde am Ablauf. Viele werden sich hier wahrscheinlich wieder auf Dundee Ass, die Programm Nummer 4 mit Alessandro Gocciadoro stürzen, doch Dundee Ass hat diese Saison wirklich absolut noch nicht überzeugt. Der war in dieser Saison 9-mal Ablauf, hat 1-mal nur gewonnen und war ein paar Mal platziert, zuletzt in Zavala am Divisionsfinale bei umplatziert, davor gab es einen 3. Platz mit Santo Reitala in Jägersruhe. Und davor 2 zweite Plätze in Solenget und in Bersaka mit Magnus Djuse. Aber so richtig überzeugt hat dann die Ass nicht. Und das ist hier heute schon eine Kategorie, wo er sich ein bisschen anstrengen muss. Deswegen, also ich sage ganz ehrlich, dann die Ass, die Programm Nummer 4 mit Alessandro Gocciadoro ist für mich hier nicht der absolute Top-Favorit. Vor allem interessant wird, wie er sich gegen Decision Maker um die Spitze ballen wird. Denn Decision Maker, die Stute, wieder mit Magnus Djuse im Ablauf aus dem Stall von Stefan Melander, kann ja unheimlich schnell beginnen. Decision Maker war ja sogar im Elite-Loppet engagiert im Frühjahr. Ist ja eine absolute Startrakete. Danach so ein bisschen nach dem Elite-Loppet Start ging so ein bisschen bergab mit den Formen. Zuletzt ein 6. Platz und zwar am Divisionsfinale, davor ein 4. Platz in Eskilstuna. Jetzt sind Magnus Djuse, die kann natürlich schnell beginnen. Wenn die relativ unblutig an die Spitze kommt, dann ist Decision Maker hier alles andere als ungefährlich. Deswegen die Programm Nummer 2 Decision Maker mitnehmen und auch Zed Boko, die Programm Nummer 1 mit Christian Mamin, immer in den härtesten Rennen am Ablauf, zuletzt 2-mal 2 platziert gewesen, davor in Bjerke am 24.09. siegreich gewesen. Also auch Zed Boko muss ich mitnehmen und natürlich als Mitfavorit wird auch Stole the Show hier an den Ablauf kommen, die Programm Nummer 6 mit Frode Hambre. Stole the Show kommt wieder mit 5 Siegen am Stück ein Ablauf, hat auch in Fejestad im Rahmen des Unionskampen gewonnen, danach nochmal in Bergen am Ablauf gewesen, das war ja die Vorbereitung auf dieses Rennen, da war er auch siegreich gewesen, davor auch in Biri am 3.8. die norwegische Meisterschaft sich geholt. Der kann auch höllisch beginnen, also wenn jetzt hier wirklich Decision Maker, dann die Ass und Stole the Show um die Spitze sich ballen, dann wird es richtig interessant. Natürlich muss Stole the Show hier mit, ich glaube persönlich,
von Startplatz 6 und mit Frode Hambre ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig an den Sieg, das sage ich ganz ehrlich. Aber natürlich muss man Stole de Show hier mitnehmen. Und wenn die sich vorne wirklich alle die Köpfe einfahren und alle wirklich komplett durchdrehen, sage ich mal vorsichtig, dann möchte ich Miss Pepper und Bear Time nicht unerwähnt lassen. Die Nummer 9 und die Nummer 10. Miss Pepper, die Nummer 10 mit Asbjørn Tengseri, zuletzt siegreich in Birke gewesen, davor Zweiter in Birke, davon wieder ein Sieg in Birke. Die Stute ist richtig gut drauf, die ist richtig klasse. Deswegen also Miss Pepper muss man mitnehmen und auch Bear Time mit Carl-Johan Jepson. Er ist wieder zurück im Sulky. Carl-Johan Jepson nach seiner längeren Verletzungspause hat ja einen unheimlichen Schlussspeed. Das wissen wir, dass Bear Time, wenn er aus einem verdeckten Rennen kommt, kann der unheimlich schnell die letzten 200 Meter agieren. Und wie gesagt, wenn die sich vorne wirklich die Köpfe einfahren, dann hat hier Bear Time für mich eine absolute Siegchance. V75-3, daher Big Noon Pokal. Wir nehmen mit die 1 Zed Boko, die 2 Decision Maker, die 4 Dandy Ass, die 6 Stole de Show, die 9 Bear Time und die Nummer 10 Miss Pepper. V75-4 ist dann die Bronze-Division über 1609 Meter Autostart, also auch hier die drittbeste Klasse, wenn man so möchte. Und hier hat wieder Alessandro Guacciadoro ein Pferd am Ablauf, nämlich die Nummer 11, Diva Eck mit eben Alessandro Guacciadoro. Diva Eck kommt mit 2 Siegen aus Jägersruh und aus Zavala an den Ablauf, war im Divisionsfinale sehr siegreich gewesen. Davor war er mit Markus Duse, war die Stute mit Markus Duse in Jägersruh siegreich. Ja, die Stute ist nicht schlecht, aber ich habe wirklich hier so ein bisschen Bauchschmerzen mit Startplatz 11, das heißt tatsächlich über 1609 Meter. Da muss Diva Eck schon wirklich relativ viel passend anfinden, um dort ganz, ganz weit vorne zu landen. Ich habe Mumm in diesem Rennen auf Zaire Heldia, die Nummer 6 mit Pierre-Roddick Midfield. Zaire Heldia war in Berlin zuletzt am Ablauf in der Breeders Crown für ältere Stuten. Dort war sie zweitplatziert mit Jaap van Rijn. Davor gab es 2 Siege mit in Bergen und in Orkla. Aber Zaire Heldia hat den ganzen Sommer auch in Schweden gut mitgespielt. Sie hat den Axel Waller Teilspiel am 20.07. toll gewonnen, war davor auch in Kopenhagen erfolgreich. Also Zaire Heldia, die Nummer 6, eine deutsch gezogene Stute, jetzt im norwegischen Besitz, die sollte man hier auf jeden Fall auf dem Schein haben. Und auch die Programm Nummer 1 Florence Ima mit Örjan Schiedström, finde ich hochinteressant, aus dem Stall von Peter Eriksson. Anders Eriksson, war sie der Fahrer, heute eben Örjan Schiedström mit Florence Ima. Die Stute war dritte im Divisionsfinale, davor war sie in Hattmühlen siegreich. Die Stute ist eine richtige Kämpferin, die ist richtig gut drauf aktuell. Natürlich ist Startplatz 1 in Birke nicht die ideale Startnummer, trotzdem, ich sage ganz ehrlich, Florence Ima, die Nummer 1 mit Örjan Schiedström, würde ich hier auf jeden Fall mit auf den Schein nehmen. Wer auch so ein ganz dunkles Pferd mitnehmen möchte, Nummer 7, Kashmina BR mit Christian Malmin, war zuletzt siegreich mit Erik Holtömt in Bergen, davor noch mit Christian Amin in Birke erfolgreich. Also Kashmina BR, die Nummer 7 hier für mich. Wenn man ein dunkles Pferd sucht, ist das, glaube ich, die Stute, die man hier auf jeden Fall mitnehmen sollte. V75-4, die Bronze-Division. Wir nehmen mit die 1, Florence Ima, die Programm Nummer 5, die Nummer 6, Zaire Heldia, die 7, Kashmina BR, die Programm Nummer 11, Diva Eck und vielleicht auch noch die Programm Nummer 3, Swish the Cash, denn Adrian Congini kommt nur für 2 Rennen nach Birke. Und Swish the Cash, die Nummer 3, trotz des letztwöchigen schlechten Auftritts in Jägersruh, wo er nur 6. wurde, ist hier nicht ganz auszulassen. V75-5, das ist dann die Klasse 2 über 2100 Meter Autostart, also die Klasse 2 jetzt hier im Ablauf. Und ich glaube, diesem Rennen muss man sich mal richtig breit aufstellen. Hier gibt es doch einige Siegkandidaten, unter anderem die Programm Nummer 3 Highlight D mit Erik Holtömt. Highlight D kommt mit 2 zweiten Plätzen und einem Streichresultat aus Orbi hier nach Norwegen, wird von Per Henriksen trainiert, war aber auch mit Magnus Duse schon in Lindesberg siegreich gewesen. Highlight D, die Programm Nummer 3 und mit dem norwegischen Champion, mit Erik Holtom, finde ich den hier sehr, sehr interessant. Da sollte man Highlight D in meinen Augen auf jeden Fall mitnehmen. Aber auch Profs, die Programm Nummer 1 mit Erik Adilson aus dem Stall von Robert Berg, zuletzt siegreich mit Stefan Persson in Orbi gewesen. Davor 2 dritte Plätze in Facer in Örebro, der ist für mich ja auch alles andere aus der Welt. Startplatz 1 ist hier ebenfalls in Bjerke, wie gesagt, nicht immer ein Vorteil, aber über 2000 Meter kann das durchaus ein Vorteil sein. Deswegen Nummer 1 Prof hier auf jeden Fall mitnehmen und auch die 4 Bonus Credit mit Stefan Persson sollte man hier auf jeden Fall mitnehmen. Bonus Credit war in Orbi zuletzt siegreich, davor ein 2. Platz mit Peter Ornquist in Orbi. Davor gab es in Halmstadt mit Stefan Persson noch einen Sieg. Also Stefan Persson kennt den 4-jährigen Andover Horsohn sehr, sehr gut, hat mit ihm schon mehrfach gewonnen und deswegen hier Bonus Credit, die Programm Nummer 4, auf jeden Fall mitnehmen. Viele werden sich auch auf die Programm Nummer 6 Smile and Wave mit Frode Hambre stürzen. Smile and Wave hat ja am Derby-Wochenende wirklich brilliert, dabei mit Bieder Hopp wirklich toll
erfolgreich, hat dort toll gewonnen. In Veestad gab es eine herbe Niederlage, da war er nur Fünfter. Selbst in Klosterskrone wieder siegreich gewesen. Smile Web ist auch so ein absoluter Kämpferkandidat. Das ist ein Pferd, was wirklich immer kämpft, Jäger, Maharaja-Sohn. Und das ist einer, der wirklich immer kämpft, den muss man mitnehmen. Das ist ein Pferd, der kann dieses Rennen hier vielleicht sogar gewinnen. Und wer wirklich einen absoluten Krummen sucht, die Nummer 12, Lippi mit Pierre-Oleg Mitfield, finde ich ebenfalls interessant. Lippi war zuletzt siegreich in Bjerke, davor in Veestad im Unionskrampenrenntag zweitplatziert, davor ein zweiter Platz in Bjerke, in Klosterskog und nochmal ein Sieg in Bjerke. Also auch dieser dreijährige Southwind Frankson, der kennt nur gute Formen. Das ist ein Dreijähriger, der wirklich bis jetzt kämpft. Natürlich trifft das hier relativ schwer, aber als Dreijähriger in der Bronzedivision zu laufen, in der Klasse 2 zu laufen, ist ja auch schon mal eine dementsprechende Leistung. Und deswegen hier die Nummer 12, Lippi, in meinen Augen nicht auslassen. V75-5, die Klasse 2. Wir nehmen mit die 1 Profs, die 3 Highlight, die Programm Nummer 6 Smile and Wave, die Programm Nummer 12 Lippi und vielleicht auch noch, wer Lust hat, kann auch noch die Programm Nummer 5 Bolero auf Charm mitnehmen, auf Karam mitnehmen, mit Magnus Duse aus dem Stall von Sophia Aronson Hofstedt, nachdem sie ja gehalten hat, heißt sie ja nicht mehr Sophia Aronson, sondern Sophia Aronson Hofstedt. Bolero auf Framane war zuletzt siegreich und so weiter. Davor gab es auch in Orjeng einen Sieg mit André Eklund und Nachgalopp. Also Bolero auf Framane, die Programm Nummer 5, kann man hier ebenfalls mitnehmen. Wir kommen zum absoluten Highlight, dem Axel Jensens Millenop. V75-6, ein Rennen für Vierjährige über 1609 Meter Autostart. Der Sieger kriegt alleine über 300.000 norwegische Kronen, das sind knapp 30.000 Euro. Und natürlich kommt es hier zu einem interessanten Duell, nämlich der Derby-Sieger aus Norwegen ist am Ablauf. Die Nummer 2, Charon mit Magnus Tejen Gundersen, ist am Ablauf. Und er trifft unter anderem auf den Sprintermeisterin-Sieger auf Crown, die Programm Nummer 6. Und er trifft unter anderem auch auf den dänischen Derby-Zweiten Joy Me. Also hier ist einiges geboten dementsprechend. Es lohnt sich also, dieses Rennen sich einmal genauer anzugucken. Das werden wir natürlich hier dementsprechend auch tun. Wir fangen an, wie gesagt, mit Charon, der Programm Nummer 2 mit Magnus Tejen Gundersen. Favorit in diesem Rennen für mich, Charon, ist der Derby-Sieger aus Norwegen. Hat ja im letzten Schritt Just Like Heaven noch besiegt in Norwegen. Das war ja eigentlich der Derby-Vorausfavorit. Beide kommen aus dem gleichen Stall von Geir Bergert Gundersen. Und Geir Bergert Gundersen hat eben seinem Sohnemann hier mit Charon dann den Derby-Sieg doch so ein bisschen geklaut. Man war natürlich nicht böse darüber, ganz im Gegenteil, aber Charon, die Nummer 2 in diesem Rennen, natürlich für mich das zu schlagende Pferd, muss man auf jeden Fall mitnehmen. Interessant, wie gesagt, ist Crown, die Nummer 6 mit Örjan Schiedström. Das ist ja der Sprintermeisterin-Sieger, hat ja mit Erik Alisson die Sprintermeisterin im Juni gewonnen. Danach gab es noch zwei zweite Plätze in Jägersro und in Orbi und einen fünften Platz zuletzt in Järve. Das war ein bisschen enttäuschend, hätte man sich doch mehr erhofft. Deswegen Crown ist natürlich immer so ein bisschen launisch, das weiß man. Das Pferd ist immer nicht so hundertprozentig gut drauf, aber in diesem Rennen für mich Crown, die Programm Nummer 6 auf jeden Fall mitzunehmen. Und auch interessant finde ich die Programm Nummer 10, Joy Me mit Niklas Korfitzen. Der war ja im dänischen Derby nach einem Vorlauf zweitplatzierten Platz nicht um. Der war umplatziert, der war nicht Derby Zweiter, der war umplatziert. Im Vorlauf war er Zweiter. Trotzdem Joy Me, die Programm Nummer 10, war danach nochmal in Charlotten und sogar siegreich am 6.10. Den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Niklas Korfitzen ist sehr, sehr überzeugt, dass er mit diesem Rennen eine Chance hat mit ihm und deswegen sollte man ihn auf jeden Fall mitnehmen. Alessandro Gocciadoro hat zwei Pferde in diesem Rennen. Das ist die 7 Esperia von und die 8 Kilian Fromentro. Fangen wir mit Esperia von an. Nummer 7 mit Magnus Duse. Kommt mit tollen Formen in Ablauf. Zuletzt zwei Platzierungen zur Wahl am Divisionsfinale. Davor in Orbi und Jägersroth zweimal siegreich gewesen. Eben mit Magnus Duse. Er war ja im Divisionsfinale nur am Kopf, nur quasi um einen Kopf geschlagen. Und deswegen Esperia von, die Programm Nummer 7 mit Magnus Duse aus dem Staffel Alessandro Gocciadoro. Der muss hier mit. Kilian Fromentro steckt so ein bisschen in der Formkrise. War nach 3 Siegen im Mai und im Juni in Mikkeli und in Zavala mehrfach erfolgreich. Danach noch 2 Starts. In Orbi am 10.8. gab es eine Streichform und jetzt in Örebrose auch gesprungen. Deswegen ist bei Kilian Fromentro so ein bisschen die Frage, bleibt er auf den Beinen? Und natürlich die Drottning Silvia Pokalsiegerin und die Siegerin im Großen Preis von Deutschland in der Stutenabteilung, das ist Kara Bujan. Die Nummer 4, die muss man natürlich auch mitnehmen. Wobei sie letzte Woche in Jägersro wirklich enttäuscht hat. Da war sie nur 8 platziert. Das war ein ganz, ganz enttäuschendes Lauf. Man hat sich das auch nicht erklären können, was mit der Stute los war nach dem tollen Sieg in Hamburg. Kara Bujan hier in diesem Rennen mit Sicherheit nicht chancenlos. Es ist interessant, dass man mit ihr nicht in die Stutenabteilung gegangen ist und dass man sie in einem Hauptrennen gestartet hat. Und deswegen scheint man sich hier doch einiges auszurechnen. V75-6, der Axel Jensens Minnele. Wir nehmen mit die Nummer 2 Charon, der Topfavorit in diesem Rennen. Die Nummer 4 Kara Bujan, die 6 Crown, die 7 Esperia Font, die 8 Kilian Fromentro und die Nummer 10 Joy Me.
Und wir kommen zum abschließenden siebten Rennen. Das ist nochmal ein Diamantsduett-Rennen über 2600 Meter Autostart, also lange Distanz. 15 Stunden kommen ja in Ablauf und hier muss man sich, glaube ich, nochmal sehr breit aufstellen. Viele werden sich auf Harz, die Programmnummer 10, mit Froda Hamrun stürzen. Harz, die Stute, kommt mit 4 Siegen, mit 3 Siegen aus 4 Starts einen Ablauf. Zuletzt hat Harz in Bergen und in Biri überzeugen können, war auch zuletzt in Stavanger erfolgreich. Am 6.10. Harz, aber trotzdem, ob das hier gegen die anderen Stuten reicht, das muss man schauen. Ich finde sehr interessant diesem Rennen, die Programm Nummer 9 Ecstasy mit Alessandro Gocciadoro. Die Stute kommt ebenfalls mit 2 Siegen ein Ablauf. In Buenos Aires und Orbi war sie siegreich. Kann hier durchaus gewinnen. Startplatz 9 in so einem Hammerfeld natürlich nicht ganz ohne, das muss man auch deutlich sagen. Mona Lisa BR, die Nummer 11 mit Erik Holtorn. Für mich so ein dunkles Pferd in diesem Rennen. Zuletzt war nur 5 platziert gewesen, davor aber mehrfach zweit und siegreich gewesen. Zweit platziert in Jarlsberg und in Bierke, war in Bierke auch am 1.8. siegreich. Zuletzt in Orbi gab es einen 5. Platz, das war ein bisschen enttäuschend, aber Mona Lisa BR, die Nummer 4, sollte man hier auf keinen Fall auslassen. Ich finde noch Geist, die Programm Nummer 2 mit Pierre Oleg Mitfield interessant. Geist war zuletzt siegreich in Bierke. In Felsland gab es ein Streichresultat im Rahmen des Unionskampen, aber davor, wie gesagt, auch nochmal ein Sieg. Und interessant ist die Fahrerverteilung, dass sich nicht Erik Holtorn für Gaze gemeldet hat, sondern eben Pierre-Oleg Mitfield. Das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen berücksichtigen. Und interessant finde ich auch noch hier in diesem Rennen die Programm Nummer 3 Martini Gru mit Jan Schiedström aus dem Stand von Peter Eriksson. 2 zweite Plätze zuletzt. Die Stute gewinnt relativ selten, aber wenn sie mal gewinnt, dann gibt es ja auch relativ gute Orte. Und die Stute ist in diesem Rennen alles andere als, ja, ich will jetzt mal sagen, chancenlos. V75-7, das Diamantsduett-Rennen. Wir nehmen mit die Programm Nummer 2 Geist, die 3 Martini Gru, die Programm Nummer 9 Ecstasy, die Nummer 10 Harz und die Programm Nummer 11 Mona Lisa Bär. Ja, ihr seht, es ist wirklich ein tolles, es ist ein spektakuläres Programm und ich freue mich richtig drauf und ihr könnt natürlich auch mit dabei sein, euch darauf freuen, denn auf www.trotto.de und www.hufe.de bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Auf www.trotto.de könnt ihr nicht alle Rennen nur im Livestream sehen, ihr könnt auch die Originalwetten aus Norwegen mitwetten, also Zwillingswette, Zweierwette, Dreierwette, Sieg- und Platzwette, V75 selbstverständlich, die V5, die V4, also nichts, was ihr euch nicht vorstellen könnt, deswegen www.trotto.de, das ist eure Adresse zum Glück, dort bekommt ihr alle Informationen, die ihr benötigt und deswegen seid ihr dort am besten aufgehoben. Ich sage, Lückertil, ganz viel Spaß mit der V75 aus Oslo Bierke. Und dann sage ich bereits bis morgen, denn morgen gibt es bereits die extra V75, die nächste V75-Runde, dann mit den Breeders' Crown Halbfinalläufen aus Solvalla. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Samstag Norwegen, Sonntag Solvalla, das Wochenende ist quasi gerettet. Und ich sage, Lückertil und bis hoffentlich bald hier bei uns bei www.trotto.de und www.ufe.de. Macht's gut und bis dann.